Mini-Konfirmanden, habe ich noch einen Tipp für euch. Wenn ihr das Vaterunser aufsagen sollt, dann gibt es eine ganz einfache Hilfe, auch wenn ihr es beten dürft, hinten im Gesangbuch. Ganz hinten im Gesangbuch. Ich finde ja toll, dass du das sofort gemacht hast, bevor ich das gesagt habe. Zeigt mir, mein Konfirmandunterricht hat auch noch was gebracht. Ganz hinten im Gesangbuch, Vater unser. Und wenn wir dieses Gebet sprechen, dann stehen wir alle auf, falten die Hände und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und so gehet denn hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Angehen, dann kann ich euch und ihnen sagen, dass Frau Westphal da ja nicht umsonst gestanden hat, sondern dieses, was wir jetzt gemacht haben, wird sie heute Abend auf dem YouTube-Kanal von Bernd Höttger finden. Das ist der Pastor sogar schon auf YouTube. Und ihr seid